Glaub mir, ich kenn dich nicht, wenn du so bist. Sag mir, trennen wir uns jetzt oder nicht? Ein Wendepunkt, der uns jetzt trifft. Ich hab dir gesagt, was meine Liebe heilt. Doch 2 Jahre sind vergangen, ich werde nie verzeihen. Keine Liebe, die mich glücklich macht. Weißt du, was verrückt ist, Schatz? All die Songs hab ich für dich gemacht. Für einen Menschen, den ich liebte, aber du warst nur auf Streit aus. Am besten geben wir es gleich auf. Ändert es das Ende, wenn wir beide nicht mehr reden? Wenn wir keine mehr vergeben? Wenn wir bleiben, statt zu gehen? Wenn die Liebe dir den Atem nimmt, hilft dir keine Auszeit. Doch ich bleibe, wenn du auch bleibst. Klar war ich auch einsam, da wo ich allein war. Und dieses Ende quält mich immer noch nach 2 Jahren. Würd am liebsten die Beziehung mit uns abbrechen. Doch leg schon wieder meine Hand in deine Handfläche. Sag, wie soll ich dir verzeihen? Dir sagen will, bitte warte, ich scheiß drauf, warte nicht, doch bitte Kleine, sag mir nicht, dass ich dran schuld bin, wenn wir untergehen, denn du bist einfach weggerannt und ich sollte den Grund verstehen. Ich hab gekämpft gegen das Karma und egal wie tief der Hass saß, ich war immer da, wenn du nicht da warst. In meinen Augen gab es nie einen Grund, dich nicht zu lieben, noch in der Ansicht sind wir beide scheinbar grundverschieden. Aber wenn du meinst, dann mach das. Gott, ich halt das aus, Schatz, du weißt doch, ich schaff das. Ich trag jede Last, die du alleine nie geschafft hast. Und ich trag auch die Trennung, ich trag das, was du nicht schaffst, Schatz. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Und falls ich dich mal brauch, dann schalt dein Handy besser aus. Denn ich komm mit klar, bin ich wieder mal allein. Nur dass ich dich geliebt hab, kann ich dir nicht mehr verzeihen, Engel. Sag, wie soll ich dir verzeihen? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch auf Spotify folgt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls zu iTunes, Amazon und Google Play. Hier unten könnt ihr mich noch abonnieren und seid ein Teil der Set Army. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.